Grüße gehen raus an euch, ich bin's Leslie von Dein Handy und ihr kriegt jetzt ein gepflegtes Ho Ho Ho, weil Weihnachten steht vor der Tür, oh mein Gott, und die allgemeine Panik bricht aus. Was schenkt man denn dieses Jahr den unterschiedlichsten Menschen in der Familie zu Weihnachten? Und die meisten werden von euch wahrscheinlich auf die Idee kommen, hey, Smartphone, aber welches? Genau das schauen wir uns heute an und ich würde sagen, wie immer, ihr kennt es schon, lasst uns das hier zusammensprechen. Nicht lang schnacken, sondern ab ins Thema. Wir stehen vor der Herausforderung, dass wenn wir daran denken, Menschen zu beschenken, die auf unterschiedlichen Leveln stehen, gerade wenn es um das Thema Smartphone geht, da gibt es dann die Apple-Jünger und dann gibt es die Android-Jünger und dann gibt es die, die hatten noch gar kein Smartphone, weil sie entweder spät anfangen oder noch zu jung sind. Und all diese unterschiedlichen Menschen haben unterschiedliche Wünsche. Und jetzt müsstest du genauso wie ich eigentlich 3000 Fragezeichen über dem Kopf haben. Wer bekommt denn jetzt was? Hä? Ganz genau damit räumen wir heute auf. Wir wurscheln uns da durch für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Aber bevor wir da anfangen überhaupt, würde ich noch mal ganz kurz einen Hinweis geben. Nämlich hier oben gibt es unseren WhatsApp-Guide und der ist nicht nur für deine Oma. Für all diejenigen, die genervt sind, nach dem 24. jeder Person in der Familie zu erklären, wie denn diese grüne App auf dein Smartphone kommt, genau für die ist der Guide. Ja, also bitte einmal auschecken, runterladen, Spaß haben. Jetzt aber kommen wir zu unseren Top 3 Empfehlungen für die unterschiedlichsten Menschen in unserer Familie. Fangen wir an mit den Jüngsten in unseren jeweiligen Familien. Hier sind ja verschiedene Herausforderungen gegeben. Ja, die einen gehen jetzt ganz neu in die Schule, die anderen besuchen eine weiterführende Schule und man kann verstehen, dass verschiedene Sicherheitsinteressen dazu führen, dass man ihnen am liebsten ein Handy oder ein Smartphone, je nachdem, an die Hand geben möchte. Ich habe eine kleine Top 3 erstellt von Smartphones, die besonders gut geeignet sind für Kinder und die will ich euch einmal vorstellen. Verzeiht, dass ich mein Handy habe, einige Namen sind davon sehr schwer zu merken. Wir fangen an mit dem Liciani Gnocchi 64168. Das ist kein Gericht, sondern ein italienisches Smartphone. Das ist besonders geeignet für Kinder ab 6 Jahren, weil es eben auch ausgereifte SOS-Funktionen mit sich bringt. Das zweite Gerät ist das Kubu King Kong. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es besonders robust ist, ja, also wasser- und staubgeschützt. Gerade wenn die Jüngsten vielleicht auf dem Sportplatz sich befinden, das geht so schnell nicht kaputt. Und dann haben wir die Nummer 3, das Samsung E1200i. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es eigentlich gar kein Smartphone ist, nämlich die all die empfindlichen Merkmale nicht mit sich bringt, zum Beispiel Touchscreens, die kaputt gehen können und auch keinen Zugriff bietet auf soziale Netzwerke. All das haben wir euch ausführlich in der Videobeschreibung verlinkt. Auf unserem Blog könnt ihr mehr erfahren, unter anderem auch die Preise. Es müssen nicht immer nur die Jüngsten oder die Ältesten sein, die zum ersten Mal die Schritte rein in die Smartphone-Welt wagen. Es gibt auch andere Menschen, die zum ersten Mal sich ein Smartphone zulegen wollen. Und da stellt sich natürlich die Frage, muss es gleich das super Premium-Ding sein, mit dem du in die Zukunft reisen kannst? Nee, muss es eben nicht. Es gibt sehr gute Einsteiger-Smartphones, die günstig sind, die genug Power haben für Standardanwendungen, die manchmal vielleicht Defizite haben beim Speicher. Das aber wiederum kann ausgeglichen werden durch günstige Micro-SD-Karten. Ja, also auch das stellt kein Problem dar. Ich will dir die Top 3 vorstellen, die ich für euch gefunden habe, im günstigen Einsteigerbereich, die aber trotzdem ziemlich gute Smartphones sind. Das erste auf meiner Liste ist das Samsung Galaxy M20. Bitte checkt das mal aus. Super schönes Display, tolles Design, wie man es auch kennt von Samsung Smartphones. Also da einmal einen Blick drauf werfen. Das zweite ist das Honor 10 Lite. Auch das ist ein schönes Smartphone, bleibt der Designlinie dieser Geräte treu. Und auch wenn es günstig ist, sieht es dafür ziemlich hochwertig aus. Und das dritte auf meiner Liste ist das Sony Xperia L3. Auch hier lohnt sich absolut ein Blick. Sony Smartphones bewähren sich durch die verschiedenen Klassen hinweg mit einer guten Stabilität, mit tollen Features und auch hier wurde trotz des günstigen Preises nicht gespart. Mehr Informationen kennt ihr schon unten in der Videobeschreibung in unserem Blog. Musik.
Weiter geht's mit den Mittelklasse-Smartphones. Hier wird es budgetmäßig auf jeden Fall schon anspruchsvoller, aber natürlich ziehen auch die Features mit. Egal wohin man schaut, Displays, Speicher, Akku, hier wird alles ein wenig stärker. Ja, und für den etwas anspruchsvolleren Anwender ist das auf jeden Fall ein lohnenswerter Blick. Wir haben auf jeden Fall uns konzentriert auf die Verkaufsschlager in diesem Jahr und das waren eindeutig das Samsung A70, das Samsung A50 und auf unserer Nummer 3 ist das Huawei P30. Und das schaut ihr euch bitte an für die Leute, die im Prinzip schon Smartphone-Erfahrung haben und einfach schon ein bisschen mehr Ansprüche haben, ist das das Richtige. Mehr Informationen, Videobeschreibung, Blog. Und wenn der zu Beschenkende ein absoluter Advanced-User ist, dann kommen wir an den Premium-Geräten nicht vorbei. Und in diesem Jahr gab es einige Leckerlis, die wir uns heute jetzt nochmal genauer anschauen. Und zwar, unsere Empfehlungsliste ist hier entweder das iPhone 11 Pro Max, das Huawei Mate 20 Pro oder das OnePlus 7T Pro. Das sind Top-Geräte, ja, da könnt ihr im Prinzip, also da geht's vom Display los, gestochen scharf, tolle Auflösung, Triple-Kamera, bei den meisten Geräten am Start, Prozessor on fleek, Grafik on fleek, was gerade für Gamer der absolute Traum ist und wir können hier nur empfehlen, wenn ihr den absoluten Advanced-User habt, ja, das kostet, aber das macht auch Spaß beim Schenken. Und wir dürfen nicht vergessen, auch Oma und Opa wollen ein Handy haben und wollen angeschlossen sein an die Moderne. Und da gibt es 3 Empfehlungen auch von unserer Seite, was ihr ihnen schenken könnt. Und zwar, sorry, jetzt muss ich wieder ablesen, weil klobiges Handy, große Tasten, sperrige Namen, aber gut und leicht zu bedienen. Das erste in der Reihe ist das Emporia One V200-001SG, das beliebteste Seniorenhandy aktuell auf dem Markt. Das zweite ist das Bearphone SL240 und das dritte ist das Artphone CS181. Diese 3 Empfehlungen haben wir für euch herausgesucht. Bitte checkt auch diese aus in unserem Blog. Ihr könnt mitsprechen, oder? Komm, wir machen es synchron. Kommt mal ein bisschen näher ran. Unten in der Infobox, dann im Blog. Ganz leicht. An dieser Stelle kann ich mich nur bedanken fürs Zuschauen und Kommentare nicht vergessen. Wenn euch noch was einfällt, immer reinhacken. Wir profitieren vom Wissen der gesamten Community. Hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze geholfen hat und abonniert den Kanal sowie aktiviert die Glocke. Ganz wichtig, damit ihr immer on track bleibt. Ich wünsche happy Beschenken. Frohe Weihnachten ist zu früh, ne? Ja, komm, das lassen wir. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.